Ja, und damit herzlich willkommen zu South Park, The Stick of Truth. Zuallererst möchte ich euch sagen, dass ich früher kein South Park-Fan war. Ich muss auch dazu sagen, dass ich die sozialkritischen Aspekte erst sehr spät mitbekommen habe irgendwie, aber naja, ich bin halt eine Grafiksau und mir hat der Zeichenstil nicht gefallen, um ehrlich zu sein. Aber dieses Spiel fand ich dann doch sehr interessant und inzwischen mag ich South Park auch insofern. Ja, ich fand dieses Spiel doch sehr interessant und habe es mir eigentlich direkt gekauft, wo es das erste Mal runtergesetzt war. Aber das ist jetzt schon eine Weile her und ich habe es immer noch nicht gespielt und damit ich es jetzt endlich mal spiele, habe ich mir gedacht, ich nehme es einfach direkt auf. Super Plan, ne? So, neues Spiel. Timmy kann dich von einer Schnellreiseflagge zur anderen bringen, vermutlich. Deep in the lands of Zaran, the humans of Koopa Keep struggle to stay alive as they are attacked by the wicked drow elves of Larnia. Darkness falls as the humans beg their king to save them, a noble king known only as the Grand Wizard. For a thousand years, the battle has been waged, with only the bravery of the Grand Wizard to protect his human followers. But even though the Wizard King is so undeniably cool, the Drow Elf armies continue their attacks. They seek the humans' most treasured relic, the Stick of Truth. Oh, nein. But the tides of war are soon to change, as news of a new kid spreads throughout the land. In order to save the humans, the Grand Wizard must get to the new kid, before the Drow Elves can manipulate his man and use him to take the sacred relic from human hands. For whomever controls the stick, controls the universe. Ach du lieber Gott, das ist ja richtig dramatisch. Okay, wir machen einen Charakter. Was soll das denn? Spray Tan. Achso. Ja, wir sind gebräunt auf jeden Fall. Achso, hier. Weiter. Steht doch da. Weiter. No. Nein. 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 Noch nicht. Sollen wir. Kann man den drehen? Nein, leider nicht. Das sieht fast aus wie meine Frisur, nur falsche Haarfarbe. Ich glaube, es ist ein Junge. Primär, sekundär. Achso, oh. Verstehe, okay. Oh ja, sexy. Das ist auch super. Sieht ein bisschen aus wie der Götterbote, aber okay. Nein, wir nehmen Zottel hier. Zottelchen mit Braun. Braun, Braun. Können natürlich auch Pink nehmen. Ich mag Pink, aber wir könnten ja auch Braun und Pink nehmen. Ja, braun und pink ist gut. Weiter. Klamotten. Schwierig. Ja, das passt sehr gut zu den pinken Streifen in den Haaren, muss man ja mal sagen. Ja, rot, das beißt sich kaum. Das ist auch schön mit der Krawatte und so. Ach, du lieber Gott. Das ist gar nicht so leicht, muss ich sagen. Ich meine, im Endeffekt ziehen wir ja gleich eh was anderes an, aber. Ach komm hier. Nimm was Bequemes, Kapuzenpullover. Ach, den können wir auch noch färben. Sekunde, ist wahrscheinlich hier Hose. Oh Gott, nein, das ist zu viel. So. Eigentlich ganz nett, oder wir nehmen das. Achso, nein, 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 warte. Primär.
Aber ich mag Pink. Okay, nein, warte, wir machen, was passt denn zu Pink? Gelb wäre auch gut zu Pink. Ja, damit uns alle sehen. So falle ich auf jeden Fall auf. Wie wär's mit Grün? Oh, das gefällt mir. Wir nehmen Grün. So. Ja, Entschuldigung. Was haben wir denn noch? So ein blaues Auge. Doppelkinn. Sommersprossen. Noch ein Doppelkinn? Nee, das ist kein Doppelkinn. Das ist nur das Kinn. Naja. Hä? Ja, ich spiele gerne im Dreck. Die Träne. Eigentlich gefällt mir das alles nicht, außer vielleicht das Doppelkinn. Ja, wir nehmen das Doppelkinn. Moppelig passt ja auch, also wir nehmen das Doppelkinn. So, weiter. Brille. Mit Farbe wieder. Pink. Oh Gott. Nein, grün. Eigentlich beides nicht nehmen, sieht komisch aus. Obwohl so ein Grün vielleicht. Nee, wäre es mit Lila auch nicht. So. Jetzt erstmal nach der Farbe gucken und dann gucke ich nochmal. Ach komm, hier, wir nehmen dunkles Grün, dann passt das. So, was haben wir denn noch? Gut, wir könnten auch Schwarz nehmen. So, das ist eine Sonnenbrille, ne? Hihi. Die finde ich super, doch, das, ja. Ja, ach, sehr gut, warte mal. Oh, die Gläser auch. Ich nehme das einfach so. So, so sehe ich aus. So sehe ich auch im echten Leben aus, übrigens. Genau so. Ja, fertig. Es gibt oft Möglichkeiten, die Umgebung zu nutzen, um Feinde auszuschalten. Alles klar. Zumindest ein bisschen gelesen. Yay, unser neues Zuhause. Moving, easy rider van. Well, I think that's everything. We did it, hun. We're really moved in. It's a new beginning for us. Things are finally going to be good. Do you really think it will be better for him? They won't look for him here. We just need to make sure he doesn't attract any attention. Come on, let's see how he's doing. Sweetie, hun, you all dressed? No. Hey, champ. How do you like your new room? I know it's a big change for all of us, but, son, do you remember why we moved to this quiet little mountain town? No. So, könnt ihr mir das nochmal erzählen? He doesn't remember. He doesn't remember at all. That's good he doesn't remember. Sweetie, we want you to have lots of fun here. Why don't you go out and make some friends? Right, get outside and play, son. Like normal kids. We've got some money for you on the kitchen counter, sweetie. Just be back before it gets dark. Okay. Yeah, we love you too. Mir ist gerade aufgefallen, dass ich aussehe wie Ozzy Osbourne. Mit Doppelkinn allerdings. Finde ein paar Kinder, mit denen du spielen kannst. Oder so. Wo haben wir denn? Da, direkt gefunden. Unser Inventar. Haben wir hier auch? Nein, hier haben wir das nicht. Haben wir ein Journal? Nein. Haben wir hier was? Auch nicht. Na gut. Ja. Kommt mal hier. Achso, warte. Um Türbehälter zu öffnen oder Objekte zu aktivieren, schaue in ihre Richtung und drücke die Leertaste. Alles klar. Oh, ich kann auch hauen. Oh, toll, da ist überhaupt nichts drin. Lege Gegenstände im Lager ab oder verkaufe sie, wenn du sie nicht herumtragen möchtest. Klicke mit der linken Maustaste doppelt auf einen Gegenstand in deinem Inventar.
Danke. Wahrscheinlich, wenn ich sie ausrüsten will. Hä? Achso, warte, kann ich jetzt einfach nochmal machen? Ja, aber dann sehe ich nicht nochmal die Anweisung. Na gut. Können wir hier was machen? Nein. Können wir nochmal schlafen gehen? Können wir da was machen? Hier vielleicht. Auch nicht. Mauseloch? Nein. Hier können wir was machen. Guten Tag. Eine Baseballkarte und Geld. Alles nehmen. Yeah, ich habe Geld. Todd. Hallo, Fosch. Ich wollte auch so mit UPS sind wir umgezogen. Okay, dann gehen wir mal raus, ne? Guten Tag. Hallo, Mama, Papa. Oh, der Spiegel ist kaputt gegangen. Das ist ja nicht so schön. Ist zu. Was haben wir hier? Eine Tür. Ein Badezimmer. Ich fühle mich ganz dreckig. Können wir duschen? Können wir eigentlich springen? Nö. Achso, Leertaste. Ja, ja. Achso, hier geht's rein. So. Stellt ihr mal vor, Mama und Papa würden uns so finden. Okay, ich würde sagen, wir sind jetzt sauber genug. So, wollte gerade sagen. So, machen wir wieder zu. Wir machen nicht wieder zu. So, ich bin nass. Ich brauche, glaube ich, mal ein Handtuch. Ein rostiges Rohr. Wahnsinn. Und ein Schwamm. Also immer, wo so wie heißt das? Goldgriffe? Wo Goldgriffe drin sind? Komm mal, was kaputt machen. Okay, kaputt. Ich hasse dich, du Mülleimer. Okay. Achso, hier geht's raus. Ja, okay. Wir gehen aber noch nicht raus. Wir sind ja noch nicht fertig. Ich muss nämlich dringend noch ins Klo. Achso, es. Was können wir jetzt tun? Ah, okay. Achso, wir gehen nochmal. Ja, warte. Wir versuchen mal. Oh, jetzt können wir doch unsere Kacke mitnehmen. Ein Klumpen Scheiße, ja. Brauchen wir sicherlich. Kann immer ein bisschen Scheiße gebrauchen. Ja, das Scheiße halt, ne? Also, es ist halt Scheiße. Hier ist keine Tür mehr, ne? Okay, hier ist nichts, da ist nichts. Hosen brauchen wir nicht. Runter. So. Hallo, Dad. Na? Come on, son. Get out there. Make friends. Ja, mach jetzt. You're really gonna go outside with that hair? Ja. 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 So you realize that your hair looks like that? Ja, das habe ich bemerkt, ja. Ich bin voll der große Ozzy Osbourne-Fan, deswegen... Ich hätte gedacht, wäre cool. Come on, son. Get out there. Make friends. Nur, dass Ozzy Osbourne natürlich, eine Perücke mit Zöpfen. Ja, nehmen wir mit. Nur, dass Ozzy Osbourne, glaube ich, nie pinke Strähnchen hatte, soweit ich weiß. It wasn't a request, it was a command. Now get out there and make some friends. Ja. Hallo? Ich wollte doch noch in die Küche. Lass mich wieder rein. Will you go out and be a kid, for Christ's sake? Aber ich habe mein Geld nicht mitgenommen. Boah, ist voll der böse Papa. Drücke J, um deine Questübersicht zu öffnen. Also doch. Also doch. Okay. Neue Stadt. Achso. Aktiv. Sehr gut. Vollständig? Nix. Können wir das irgendwie auch aktivieren? Dies ist deine Questübersicht. Wähle mit der linken Maustaste eine Quest. Klicke doppelt auf die aktive Quest, um sie auf der Stadtkarte zu sehen. Okay. Deine Eltern und du seid gerade erst nach Tauspark gezogen. Sie möchten, dass du rausgehst und Freunde findest. Geh nach draußen und finde ein paar Kinder, mit denen du Freundschaft schließen kannst. Ich dachte, ist ja hier Doppelklick. Oder hier? Achso, da muss Doppelklick. Da muss hin. Wo bin ich denn? Da? Nö. Hä? Wo bin ich jetzt? Bushaltestelle? Ah, hier. Da wohne ich. Okay. Schatz? Ja, ich... Pff.
Ist ja vorbei jetzt. War da halt. Oh. Da wollte ich. Hier liegt nämlich was. Da liegt was. Ich sehe das doch. Kann ich nicht dahin? Da hat jemand eine Tasche vergessen. Na gut, dann halt nicht. Was hiermit? Na gut. Oh, hallo. Ist hier noch was? Nö. Kommen wir da hoch? Wir können da hoch. Toll, da ist auch noch ein bisschen Geld. Wieso verstecken die Eltern denn Geld da unten? Das verstehe ich nicht. Da oben. Ist ja gar nicht unten. Naja. So. Können wir den Schal mitnehmen? You shall die by my Warhammer, Drow Elf. I banish thee to the forest realm. No way, I banish you first. Haha, you can't hold out much longer. Help, somebody. I can't hold out much longer. Help! Hey, no fair. That's cheating. I'm gonna tell my mom. Okay. Thanks, kid. I didn't realize he had a health potion. My name is Butters the Merciful. I'm a paladin. I live right next door to you. We should be friends. Yay. Ich habe einen Freund. Klicke auf deiner Homepage auf den Reiter mit den Sammelobjekten, um alle Freunde zu sehen, die du gefunden hast. Homepage? Okay. Hey alle, wir haben einen neuen, der mit uns spielt und er und ich sind Freunde, also wird ihn niemand ärgern. Jawohl. Genau, so wird es sein. Aha. Oh, was ist? Wirf deinen Feinden die Scheiße an den Kopf, um sie anzuwidern. Ja, das so. Das klingt logisch. Okay. Ein Paradies für Mikroben. Baseballkarte. Diese abgewetzte Baseballkarte zeigt den Pitcher der South Park Chaos. Deine Tetanus-Impfung war sowieso mal wieder nötig. Ja, okay. Perücke mit Zöpfen. Mädchenperücke mit zwei Zöpfen. Surferperücke. Eine lässige Frisur für deinen lässigen Lifestyle. Kann ich die anziehen? Farben anlegen? Und jetzt? So. Nö. Mir gefällt. Warte, wie sieht denn die aus? Oh ja, die ist hübsch. Nein, okay, lassen wir mal so. Sonnenbrille mit rundem Rahmen. Achso. Blendet das harsche Licht der Kaffeehäuser aus. Ja, das stimmt. Wie sehe ich denn ohne aus? Nicht mehr so sehr wie Ozzy Osbourne. Aber egal, wir lassen die an. Erst einmal. Gesichtsbehaarung. Okay, mehr haben wir noch nicht. Quests wissen wir. Karte. Okay, Sammelobjekte. Alles klar. Now that we're friends, you should speak with the Wizard King. He's been talking about your arrival. The Wizard lives this way, in the greenhouse, over there. Okay, machen wir gleich. Na gut. Dann hey, where are you from? Wo ich her bin? Wenn du Rennen statt gehen möchtest, drücke linke Schulter. Oh, halt, warte. Nee, aus Colorado komme ich nicht. Why are you wearing your hair like that? Warte, hier ist eine Tür. Achso, you don't talk much, do you? That's okay, I can talk for both of us. Das ist nett, danke. Sehr nett. Auch nicht so. Na gut. Lalala. Achso, warte, ich sollte. Boah, bin ich schnell! Boah, bin ich schnell. Huch, ich bin da. Hallo. All hail the Grand Wizard! So, you are the new kid. Your coming was foretold by a Coldwell banker. I am the Wizard King. But the time for talk is not now. Let me show you my kingdom. Sehr gerne. Flicken und Aufsätze können, so oft du magst. Ach, lass mich doch in Ruhe. Okay, ich bin durchsichtig. Sehe aus wie der Teppich. Okay. Oh, who's your new friend, Eric? Shut up, Mom. Not now. So, wird kein Fernsehen geguckt. Hallo. Don't talk to her, she's not part of the game. Nicht? Don't talk to her, she's not part of the game. Na gut, dann nicht. Lampe an oder so? Nö. Falls du dich je verirrst, benutze deine Karte, um herauszufinden, wo du bist. Huh, ein Satz gelesen. Welcome to the Kingdom of Koopa Keep. Wow.
Kupaki. Our weapon shop here is tended by Clyde, a level 14 warrior. Ooh. Here you can see our massive stables, overseen by the level 9 ranger, Scott Malkinson, who has the power of diabetes. Wow. And here, of course, is the breathtaking and lovely Princess Kinney, the fairest maiden in all the kingdom. Don't ask why Kinney wanted to be a chick, it's just how he seems to be rolling right now. Ist wunderschön. Hey, where the hell are you going? Ja, ich komm gleich. Muss doch mal eben gucken, was hier so ist. Pool of Wisdom. Oh, Blumen für die Prinzessin, sehr schön. Vielleicht können wir ihr die gleich mal geben. Hä? Gibt keine die Narzisse. Be careful, the Rock of Insanity holds mysterious powers. Oh, okay. Können wir das hier dann auch? Nö. Wieso können wir das hier nicht? Da sagt er uns nicht, was es ist. Na gut. Hallo. My loyalty is as incurable as my diabetes. Wie bitte? The power of diabetes is both a gift and a curse. But mostly a curse. Ja, ja, das glaube ich auch. Warte. Warte. Blumen für die Prinzessin. Ah, das ist auch ein Quest. Alles klar. Sammelobjekt, da habe ich jetzt... Hier, ich habe doch eine Freundschaftsanfrage gekriegt. Ein Chin-Pokémon? Ach, das war das Vieh, was da oben war, ne? Ausrüstung. Kartmanns Garagenschlüssel. Ja, kann ich... Ich habe da eine Freundschaftsanfrage, habe ich gedacht. Nicht?